Willkommen zu einer neuen Pescado TV-Folge. Und was steht diese Woche so an? Also am Dienstag haben wir ja den 6. Dezember und wer schon ein bisschen länger an unserer Schule ist, weiß ja auch, dass da immer der Nikolauslauf ist. Und ich hoffe natürlich, dass sehr, sehr viele von euch mitmachen, auch für die gute Sportnote. Und wenn nicht, vielleicht Zähler sind, die werden auch noch gesucht. Genau, wir sind auch dabei bei der Essensversorgung. Ja. Genau, und freuen uns schon sehr. Ich habe da früher, bin ich auch mal mitgelaufen, jetzt muss ich zum Glück nicht mehr, aber es macht sicherlich auch sehr, sehr viel Spaß. Und am Freitag ist der Anmeldeschluss für alle Jahrgänge über des 7. Jahrgangs. Genau, also wenn ihr noch ans EFI wollt, dann jetzt. Also ich sage euch jetzt den kuriosen Feiertag für heute. Und zwar ist es Plätzchentag. Und ich denke, der sagt zum Namen, am besten holt ihr euch heute eure Freunde ran und backt zusammen Plätzchen. Vor allem jetzt in der Weihnachtszeit. Und ja, jetzt geht es direkt weiter zum Song der Woche. Und zwar haben wir uns da Lights On von Tom Rosenthal ausgesucht. Und zwar dachten wir, der passt ganz gut, weil jetzt wird es ja früher dunkel und dann sieht man immer ganz viele Lichterketten und die Stadt ist auch immer so schön beleuchtet, wenn es dunkel ist. Und ja, hört euch an. Wir blenden jetzt nochmal ein paar Bilder vom vergangenen Samstag ein, denn da war so eine kleine Aktion und davon erzählen wir euch jetzt. Nämlich erstmal Hintergrundgeschichte. 4 Projekte von unserer Schule wurden von der Initiative YouStartN von der Bildung von der Stiftung Bildung mit jeweils 5.000 Euro unterstützt und von über 50 Projekten deutschlandweit wurden 2 Projekte am Samstag nach Leipzig eingeladen, also das, was ich jetzt eben meinte, und davon, also und die Projekte waren einmal der Tauschladen unverblümt und das Tasca. Genau, und im zweiten Teil werden wir jetzt mal ein paar kleine Einblicke von letztem Montag zeigen, denn hier war so ein Vortrag zum Thema Hass im Netz, ja. Und nach diesen Clips von dem Vortrag haben wir dann auch noch ein Interview mit den Organisatorinnen durchgeführt und das werden wir euch dann auch einblenden. Viel Spaß dabei. Und so weiter, um bestimmte Personen und Gruppierungen abzuwerten. Und hey, es gibt Plattformen, wo ein bisschen besseres Klima herrscht. Wenn man den Eindruck, auf Instagram gibt es mehr Herzen, auf Facebook gibt es mehr Hass. Auf Twitter sowieso, das ist krass, ob du dir zu angenehm teilkommen zu dem, was tun gegen digitale Gewalt. Aber ich will erstmal noch fragen, ob es bis hierhin Fragen gibt oder ob ihr was teilen wollt mit uns oder auch Erfahrungen damit habt oder auf welchen Social Media Sachen seid ihr so unterwegs? Also genau, wir haben jetzt hier neben mir Ines und Judith und sie waren ja heute beide hier, um zum Thema Hass im Netz was zu erzählen, als Vortrag auch mit. Genau, und Sie sind ja auch mit Hauptorganisatorin und wie sind Sie auf das, sind Sie auf die Idee gekommen, so Ihr Wissen auf diese Art und Weise zu teilen mit den Schülern? Mhm. Ich kann ja mal anfangen und dann gebe ich weiter. Also ich habe Judith vor über einem Jahr einen Vortrag mal erlebt und zwar war das auf der Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten und da hat sie genau das thematisiert, was sie heute gemacht hat, beziehungsweise ziemlich ähnlich, so von der Art. Und ich war total schockiert und erschrocken darüber. Also ich komme halt aus dem gleichstellungspolitischen Team, ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuruppin und habe gedacht, oh, wir müssen da viel mehr zu machen, weil ich glaube, viele von uns halten das so in ihrem stillen Kämmerlein irgendwie aus. Und ich glaube, gerade so die junge Generation sind so ganz alltäglich mit sozialen Medien und Handy umgeben und da passiert total viel. Und ich dachte, wir müssen Judith einfach nach Neuruppin holen und es war total schön, dass wir hier heute im Tasca sein konnten und auch so viele Schülerinnen irgendwie hier waren und das gehört haben. Mhm. Genau, ich fand es auch super, endlich mal ein anderes Publikum, ein paar Schüler und Schülerinnen hier zu haben, fand ich total großartig, weil ich genau dieses Thema, ne, es ging ja um Hass im Netz und vor allem wie junge Frauen, junge Mädchen davon betroffen sind und wie erschreckend da die Zahlen sind und dass wir uns unbedingt darum kümmern müssen, weil wir sind ja tagtäglich auf Social Media unterwegs und man kriegt da so viel Hass mit und dann denkt man sich, oh, da gehe ich jetzt lieber nicht mehr rein oder ich habe Angst, Instagram aufzumachen, weil wer weiß, was da jetzt wieder kommt. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen irgendwie da hingucken, wir müssen unseren Blick schärfen für Hass im Netz. Wo kommt der her? Welche Leute wollen da auch irgendwie, wer profitiert da auch davon, dass es vielleicht bestimmten Leuten schlecht geht und dann eben was gemeinsam dazu machen und dann nicht wegzuschauen. Und das war mir total wichtig und das hier im Tasca heute zu machen, war total großartig. Und habt ihr das schon öfters an Schulen gemacht, solche Präsentationen, oder eher beim Erwachsenenbereich? Mhm. Also für mich kann ich sagen, es war jetzt tatsächlich das erste Mal. Also ich bin jetzt erst seit 1. April Gleichstellungsbeauftragte und
Ich würde das aber gerne viel mehr noch in die Schulen reinbringen. Ich würde es großartig finden, wenn es ein verpflichtendes Unterrichtsfach wäre, sich einfach mit dem Thema Social Media, Cybermobbing, wie gehe ich damit um, du hast es vorhin auch angesprochen, Argumentationstechniken, nicht nur im Online-Bereich, sondern auch im analogen Bereich. Ich glaube, dass wir da noch ganz, ganz viel zu machen werden, aber du hast sicherlich schon viel mehr dazu gemacht. Genau, ich mache sehr viel mit Jugendlichen, ich komme eigentlich aus der Jugendarbeit. Ich war vor 10 Jahren hier im TASK und habe ein Jugendtheaterstück hier aufgeführt, also tatsächlich viel mit Jugendlichen. Gerade ein bisschen weniger, weil ich eher so mit Politikern rede dazu, was man kann man dazu machen oder mit Medien, mit Journalisten und so weiter. Aber Jugendarbeit, da ist eigentlich mein Herz und da will ich auch, also das macht total Spaß, Perspektive von jungen Menschen zu hören. Wie geht es euch eigentlich mit TikTok, Instagram, wo begegnet euch der Hass und wie fühlt ihr euch oder was kann man dagegen tun? Mhm. Und du hattest ja auch in deinem Vortrag gesagt, dass eben vor allem Frauen unter Stalking und Hass im Netz leiden und wüsstest du vielleicht, woran das liegt oder warum es halt gerade Frauen sind? Die Welt ist leider eine sexistische, so ist es. Also es ist schon viel passiert in Sachen Gleichstellung in den letzten 100 Jahren, aber wir sind noch nicht da angekommen, wo wir sein wollen. Deswegen gibt es ja auch noch Gleichstellungsbeauftragte und die machen einen wichtigen und super Job, weil genau das Problem ist, dass Frauen einfach benachteiligt werden. Und weil es Sexismus gibt es natürlich auch im Netz und Frauen sind davon einfach betroffen. Und die Zahlen sind wirklich erschütternd, also dieser Weltmädchenreport, von dem ich vorhin erzählt habe, 70% der Mädchen haben in Deutschland schon mal irgendwelche sexistischen Hasspostings bekommen. Das ist eine unfassbare Zahl und das ist kein Zufall, sondern die Welt ist einfach leider noch sexistisch. Und jetzt nochmal so zu Cybermobbing und beziehungsweise wenn negative Kommentare, wo würdest du sagen, ist so die Grenze von Kritik und Hassnachrichten? Ja, die Grenze ist natürlich manchmal schwierig zu sehen, da gibt es manchmal so Graubereiche, da ist man nicht einer Meinung, aber immer da, wo es dann auch persönlich wird, wo es nicht mehr darum geht, was wurde eigentlich gesagt, sondern wo es eigentlich darum geht, wie siehst du eigentlich aus, was trägst du für Klamotten, bist du hübsch, bist du nicht hübsch und so, wenn es darum geht, also eine Bewertung von Äußerlichkeiten, dann geht es ja nicht mehr um die Sache und dann geht es nur noch darum, junge Frauen fertig zu machen und dann hat es da auch nichts mehr zu suchen, das ist kein Argumente austauschen oder sonst was, sondern das ist blanker Sexismus und der gehört dann auch abgewehrt oder gelöscht oder sonst irgendwas. Und du hast es ja jetzt schon öfters mal gemacht, ne? Und würdet ihr sagen, dass das was schon gebracht hat, auch Schülern weitergeholfen hat? Das will ich schwer hoffen, sonst würde ich es nicht machen. Ich finde, also genau, weil das ist sozusagen, wie die Zukunft auch von Netzuserinnen aussieht. Und die können wir ja zusammen gestalten. Wir müssen uns ja nicht die Verhältnisse angucken und sagen, dann ist es halt so, wie es ist. Die Welt ist sexistisch und Social Media auch. Dann ist es eben so. Wir legen die Hände in den Schoß. Nein, wir können natürlich was dagegen tun. Und das ist auch das, warum ich so eine Abende hier mache oder besuche und auch in anderen Städten unterwegs bin, um genau das auch zu fordern. Hier, ihr seid alle selbstverantwortlich mit. Ihr könnt es alles mitgestalten. Und jetzt wird in die Hände gespuckt und los geht's. Also da kann ich auch noch mal gleich bestärken, was dazu sagen. Wir haben zum Beispiel vor 1,5 Wochen einen Selbstverteidigungskurs für angeboten für Frauen und wir sind halt von Anmeldungen überrannt worden. Ne? Also wir waren 60 Frauen in der Turnhalle und es war wirklich von 14 bis Mitte 70 jeder Altersgruppe irgendwie da. Und das spiegelt das ja auch so ein bisschen wieder. Ne? Klar ist das dann in erster Linie die Angst vor Analoge, also vor körperlicher Gewalt, aber es ist ja ein, was du meinst, ein großes Gebilde an Sexismus und leider noch keine Geschlechtergerechtigkeit, die wir da haben. Und das zeigt mir schon, jede Veranstaltung, die wir machen, egal wenn die thematisch noch mal ein bisschen anders sind, die bringen was. Weil die bringen uns zusammen, wir sehen zusammen das Thema, wir bringen das Thema in die Öffentlichkeit. Bei vielen ist das manchmal gar nicht so bewusst, ob war das jetzt Sexismus, weil das schon so alltäglich ist. Ja? Und es ist total wichtig, dass wir darüber reden und uns bestärken und sagen, nein, es ist nicht normal und wir sollten dagegen was tun. Okay, danke schön. Ich fand auch euren Vortrag sehr, sehr toll. Dankeschön. Vielen Dank. So, also das war's mit unserer Pescado-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und noch einen schönen zweiten Advent von uns.